Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crush Academy jetzt, Channel. Ja, nicht so läuft's schon, oder? Es geht um die Q&As zur Buccaneer und zwar kondensiert in einem großen Video. Und das machen wir jetzt einfach mal schnell. Und zwar fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Wie soll die Buccaneer verglichen mit anderen Schiffen im Kampf abschneiden? Sie hat mehr Feuerkraft als die Avenger, die Gladius zum Beispiel. Da wird sie eindeutig stärker performen und sie soll vom Durchhaltevermögen vergleichbar sein mit einer Hornet. Ob da jetzt die reine Höhlenpanzerung gemeint ist oder vielleicht einfach die Fähigkeit im Kampf lange Gefecht zu dominieren, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht ganz klar. Natürlich wird sie gegenüber der Super Hornet eindeutig schwächer ausgestattet sein in der Panzerung und weniger Beschuss aushalten. Aber in der Bewaffnung ist sie durchaus vergleichbar in der Kategorie wie die Super Hornet. Ja, oder wie die Saber. Wobei die Saber allerdings stärkere Raketen tragen kann und eine geringere Signatur aufweist, weil die ist ja Stealth und Ninja und so. Gegenüber der 325A kann sie härter zuschlagen, hat aber keinerlei Komfort. Ja. So, das hoffen wir, hat euch jetzt geholfen. Naja, es ist halt, die 300er-Serie ist dann schon eher auf Turing angelegt und die ist halt keine reine Kampfmaschine mehr. Ja gut, okay, also wenn die Hornet hier ist, die Saber da, die 325A da und dann halt, weiß ich nicht, halt so die, der Backstein des Todes da, dann ist die Buccaneer irgendwo hier da. So. Da. Okay, gut, wir müssen uns fokussieren. Wir haben viele Fragen, nämlich diesmal. So, also nicht so viel rumblöden, Reason, jetzt reiß ich mal zusammen. Gibt es an Bord des Schiffes ein Bett und wenn nicht, gibt es die Möglichkeit, eins nachzurüsten? Nein, es gibt kein Bett. Das ist wirklich ein reiner Kämpfer und es wird keine Crew-Unterbringungsmöglichkeiten geben, kein Kochplatz und kein Bett. So, und auch kein Klo. So, genau. Nächsteres, hat die Buccaneer einen Quantum Drive und einen Jump Drive, also einen Sprungantrieb? Also es ist so, werkseitig wird das Schiff ausgeliefert, natürlich mit einem Quantum Drive, der ist auf jeden Fall drin. Bei dem Sprungantrieb ist es noch nicht klar, aber wenn er nicht drin sein sollte, dann kann man ihn auf jeden Fall nachrüsten. Insofern, ja, also wie bei allen anderen Schiffen eigentlich auch, oder? Also bis auf die ganz kleinen, ja. Die Merlins und so. Okay, werden die Size 1 Raketenbatterien nur Dampffeuerraketen tragen können oder auch lenkbare Raketen? Nein, sie kann auf jeden Fall auch lenkbare Raketen bestückt werden. Das ist kein Problem. Und in der jetzigen Version hat sie 12 Raketen geladen, also von den Dampffeuer-Raketen. Das ist schon ganz ordentlich. Gut, nächstes. Heißt 0 in Bezug auf die Frachtkapazität jetzt wirklich 0? Oder können wir vielleicht doch kleine Stücke schmuggeln, also vielleicht Truhen oder Schmuck oder so? Durch Zufall haben sie natürlich noch 50 SCU-Frachteinheiten gefunden. Nein, natürlich nicht. Sie haben keine Frachtkapazität im Schiff. Null. Da gibt es überhaupt keine Frachtkapazität. So, genau. Deswegen steht da auch null. So, nächstes. Wird der Besitz dieses Schiffes oder eines anderen Drake-Schiffes sich irgendwie negativ auf deinen Ruf als Spieler auswirken? Weil das wird ja hauptsächlich von Piraten benutzt, dieser Brand. Nein, wird es nicht. Es ist so, dass auch Drake Interplanetary trotzdem eine sehr, sehr gute Reputation besitzt und als qualitatives Unternehmen bekannt ist. Das ist respektabel. Ist respektabel und das, was die Kunden machen, wird nicht mit der Firma in Verbindung gebracht und der Spieler selbst auch, wenn der jetzt das Schiff nicht so nutzt, hat auch davon keinen Nachteil in der Reputation. Genau, warum sollte Heckler und Koch drunter leiden, wenn mit seinen Produkten halt Leute erschossen werden? Weapons don't kill people. Genau, people kill people. Genau. So, wird es in irgendwelche Vorteile bieten, dieses Schiff an der Seite anderen Drake-Schiffen in den Einsätzen zu fliegen, also schnellere Docking-Manöver oder Betankungen? Nein, wird es nicht. Die Schiffe sind grundsätzlich so darauf ausgelegt, dass jedes Schiff seinen eigenen Vorteil voll entfalten kann, ohne in der Kombination arbeiten zu müssen. Natürlich ist es so, dass die Verwandtschaft im Design in der ganzen Drake Interplanetary-Linie ganz klar erkennbar ist. Darauf ist sozusagen der Augenmerk, aber man braucht keine Kombination aus Schiffen. Insofern ist ja eigentlich auch nur vernünftig, weil ich meine, sonst muss ich so die Sammelwut anfangen, die ist ja schon schlimm genug ausgeprägt bei den Star Citizen Fans. Können wir den unteren Size 4 Turm auch durch anderes Equipment bestücken, wie zum Beispiel Frachtraum oder ein EMP? Kein Frachtraum! Aber es wird verschiedenste Möglichkeiten geben, diesen Turm anders zu bestücken. Zum Beispiel abfangtaugliche Bewaffnung ist da halt ein Thema. Dazu haben sie aber noch keine Details, weil das alles noch viel zu früh in der Konzeptionsphase ist. Deswegen wird es da später noch halt Details zu geben. Nächsteres. Wie wird der Turm bei einem Einsetzer funktionieren? Gute Frage. Wird man den dann 180 Grad nach hinten drehen können, während man fliegt? Also genauso haben sie sich vorgestellt. Wir kennen das jetzt schon, dass es ja diese Rückwärtskamera gibt und dann kann man halt tatsächlich den Turm nach hinten rotieren lassen. Und angeblich soll es auch schon so sein, dass die Hornet das kann, heute schon.
Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Na, wenn ich hinten drin sitze, kann ich den Turm frei drehen, aber als einzelner Pilot ist es mir noch nicht gelungen. So, also vor allen Dingen, wie soll ich denn das machen? Wir müssen es testen. In der Rückfahrkamera kriege ich dann auch ein Fadenkreuz. Und dann ist die Spiegelung, die Steuerung invertiert. Und man muss dann irgendwie versuchen, plötzlich umzudenken. Wir müssen es tatsächlich ausprobieren, aber es ist tatsächlich so gedacht, wie man es auch schon von der Mustang kennt und auch von der Hornet kennt. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Auf den Bildern scheint es so, als wäre hinter den Pilotensitz noch etwas Platz im Cockpit. Vielleicht für einen zweiten Sitz oder vielleicht doch für einen Frachtraum. Wird es irgendwie sowas geben? Nein! Nein, immer noch nicht. Es gibt immer noch keinen Frachtraum. Ey, man denkt sich echt, wer schnüffelt denn da Klebstoff? Was soll denn das? Es sind jedes Mal wieder dieselben Fragen. So, der Raum hinter den Piloten ist dafür da, dass man halt eben besser an Komponenten hinten im Schiff rankommt. Und es wird einen Waffenständer da geben, wo drei große FPS-Waffen reinpassen. Ja, ein Outlaw-Schiff, ein Piratenschiff, was auch immer. Oder halt eben ein Söldnerschiff. Aber es ist kein Transportschiff. Es hat keinen Frachtraum und wird auch keinen Frachtraum haben. Und, nee! Und die Klappen und solche Sachen sind wirklich für Komponenten gedacht. Und es wird auch keine Varianten geben. Und sie denken auch wirklich nicht drüber nach, jetzt noch einen zweiten Satz zu machen. Genau. So, also, nächste Frage. Welches Schiff bekommen die Besitzer geliehen, während sie auf die Fertigstellung der Buccaneer warten? Die F7C Hornet, die quasi Standard, zivile Standard Hornet. Da freust du dich jetzt drüber, ne? Ja. Noch mehr Schiff. Hornets. Gibt ja immer gar keine Hornets. Ne, so, toll. Gibt noch gar keine Hornets. So, nächste Frage. Wie manövrierfähig wird die Buccaneer sein? Sie soll tatsächlich so wendig sein wie die Gladius und noch schneller auf Steuerbefehle reagieren können, also noch sensibler sein können. Langsam habe ich das Gefühl, wo ist der Nachteil bei diesem Schiff? Es ist halt ein bisschen OP, ein klein wenig. Vor allen Dingen, sie soll halt nicht so schnell sein wie die dedizierten Rennmaschinen. Das ist der Nachteil, sie ist kein Racer. Ja, oh Wunder, sie ist nicht ganz so schnell. Sie ist dann halt so 10 Meter die Sekunde lang. Keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht spekulieren. Aber man hat offenbar sehr gute Karten gegen eine Hornet, also bis auf die Widerstandskraft, schreiben sie, womit sie sich im ersten Q&A schon wieder widersprechen. Wir wissen es, wir werden es rausfinden. Wir werden es testen und dann werden wir sehen, wo sie liegt. Also offenbar ist halt so die genaue Verortung des Schiffes noch halt nicht so ganz. Im Koordinatensystem noch nicht so ganz klar. Wird es Varianten geben, wenn überhaupt? Das wurde auch schon beantwortet. Nein, es wird keine Varianten geben. Ich glaube, wir haben das schon ein bisschen vorgezogen von und haben uns dann künstlich drüber aufgeregt. Also nein, es wird keine Varianten geben. Aber der Spieler kann es nach Lust und Laune über die Komponenten anpassen. Genau, du wirst das Schiff halt eben auf den Zweck hin auf jeden Fall noch customizen können und demnach die Komponenten tauschen und halt eben auf bestimmte Zwecke hin ausrichten können. So, nächste Frage. Die ist ziemlich geil, weil da kommt jetzt eine ziemlich dicke Info daher, mal eben so nebenbei. Wird die Buccaneer einen Schleudersitz haben? Nein, wird sie nicht. Und alle Drake-Schiffe haben keinen Schleudersitz und werden auch keinen haben. Geil! So, das heißt, Cutlass kein Schleudersitz, Buccaneer kein Schleudersitz, Herald kein Schleudersitz, Caterpillar kein Schleudersitz, obwohl, da habe ich eine Fluchtkapsel, aber... Das ist schon ganz schön fahrlässig für einen Fighter. Also ich würde tatsächlich keinen Fighter fliegen im PvP ohne Schleudersitz. Ja gut, es sind halt Piratenschiffe. Also mich hörst du nicht weinen, aber es ist halt, ist schon krass. So also der irgendwie. Kunde scheint nicht so wichtig zu sein bei Drake. Ja, offenbar wachsen die ja nach, wie die fliegen oder so, keine Ahnung. Nächste Frage. Der untere Turm ist ein Size-4-Turm nach Liste. Heißt das, es ist ein S6-Hardpoint mit einem S5-Gimbal oder ist es ein Size-4-Turm-Mount? Heieiei. Jetzt geht's ab. Jetzt wird's schwierig. Wir versuchen es mal. Ja, der untere Turm trägt ein Size-4-Hardpoint. Das heißt, man kann dort eine Size-4-Waffe fixed montieren. Große Waffe. Genau. Fixed, fest. Wenn man jetzt eine kleine... Oder eine Waffe beweglich anbauen will, das heißt, eine Gimbal-Waffe ist die Size 3. Da verlieren wir halt einen Größenpunkt durch die Beweglichkeit. Gut, immer noch ziemlich große Knarre, aber halt eben frei beweglich, 360 Grad drehbar. Jetzt kann man aber auch zwei Size 3 Waffen auf einem Twin-Link anbauen. Das, heißt, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Was zum Henker ist ein Twin-Link? Ich schätze mal, das wird sowas sein, wie wir es auch beim Cannaturret schon kennen. Also es ist eine Aufhängung, wo zwei Waffen dann halt starr dran montiert sind und die kann ich starr unten drunter Size 3 offenbar dann auf diesen Link draufhauen. Genau. Auf dieses Rig. Ich würde schätzen, es ist ein schweres Rig, Size 3, wo zwei Size 3 Waffen draufpassen, ja, ist aber das nicht macht beweglich. Sinn, es ist ein Rig halt so, was diesen Size wieder einen Punkt reduziert. So, wenn ich das jetzt auch gimbeln will, dann kann ich einen Twin Link Size 2 auf einen Size 3 Gimbal draufstecken und den auf den Size 4 Hardpoint. Gut, okay, also... Und dann habe ich zwei bewegliche Size 2 Waffen. Nee, sondern das ist dann halt so, es ist eine Twin-Link-Waffe. Es sind dann zwei auf einer beweglichen Basis. Ja, genau. Ja, gut, das, ja. Viel Spielmöglichkeiten. Ja, sehr viel. Und ein klein wenig verwirrend, aber gut. So, wird die Buccaneer mit der Cutlass docken können? Nein, die Buccaneer hat keine Docking-Vorrichtung, keine Schleuse, nix der Art. Sie hat einen Cockpit-Zugang.
aber sie kann nicht docken. Ich frage mich dann immer halt, so gucken sich die Leute die Konzeptzeichnung eigentlich an, weil ich meine, ich habe da keine Schleuse gesehen und das Cockpit geht nach vorne auf. Aber es ist, hey, deswegen gibt es ja Q&As. Ich frage mich immer nur, wie die Leute auf diese Fragen kommen. Bei diesem Superpaket aus Geschwindigkeit, Widerstandskraft, Reichweite, Wendigkeit, starker Bewaffnung und einem verhältnismäßig geringen Preis, wo ist denn da der Haken? Welche Schwächen hat das Schiff denn, die Buccaneer? Ich meine, interessante Frage, und jetzt kommt eine sehr interessante Antwort dazu. Die Waffen, die große Schwäche der Buccaneer ist nämlich, dass die Waffen an den Flügeln hängen und wenn man die Flügel beschießt, man sehr, sehr schnell die Waffen abreißen kann. Okay, das heißt, ich kann im Kampf auf die Flügel schießen. Ja. So wie bei jedem anderen Jäger auch. Ja. Und die Buccaneer fliegt trotzdem weiter. Sie fliegt ja trotzdem weiter anscheinend, ja. Mit einer Size 4 Waffe unterm Rumpf. Aber hey, das Cockpit ist auch sehr exponiert, kann auch sehr leicht getroffen werden. Auch das Cockpit kann leicht getroffen werden. Okay, aber halten wir fest, die Buccaneer verliert ihre komplette Bewaffnung bis auf den Size 4 Turret und die größte Wumme unten drunter und fliegt trotzdem weiter. Anscheinend. Ey, es wird immer schlimmer. Wie OP ist dieses Ding denn? Ja, ich glaube, das ist noch nicht fertig ausge wahrscheinlich nicht, nee. Gut, anyways, das ist auf jeden Fall ihre Antwort, dass man dann ja den Leuten die Flügel abschießen kann, um sie damit in die Flucht zu zwingen. Oder auch nicht. Okay, so, nächste Frage. Es ist also mein Favorite. Ich finde die super, super clever, weil das haben wir lange nicht gehabt. Auf den Konzeptzeichnungen sieht es so aus, als ob die Buccaneer zwei Sitze hätte. Wird es eventuell eine Zweisitzer-Variante geben? Nein. Es gibt keine Varianten und es wird auch keine Zweisitzer-Variante geben. Gar keine Varianten. Keine zwei Sitze. Ein Sitz, kein Schlafplatz, kein Frachtraum. So, okay. Fairness halber muss man sagen, das Cockpit ist wirklich ziemlich groß. Ich bin am Anfang auch drauf reingefallen. Sie hatten das Konzept mal, dass es ein Zweisitzer werden sollte, haben das dann aber wieder verworfen, haben gemerkt, ein Sitzer ist es halt so, bumm, aus, Ende der Geschichte. So, ein Sitz, eine Buccaneer, Ruhe im Karton. So, jetzt geht's weiter. Frage für dich. Die Buccaneer ist ein Interdiktor. Welche speziellen Fähigkeiten wird sie denn dahingehend haben? Geschwindigkeit und Wendigkeit und die Stoppwirkung des Schiffs selbst werden genau diese interdiktischen Fähigkeiten sozusagen ausleben oder beschreiben können. Aber die ganze Spielmechanik zur Interdiction, ja, wie man Schiffe wirklich aus dem Quantum Drive holt oder Schiffe verfolgt oder Schiffe stoppt, die wegfliegen wollen, die ist noch überhaupt nicht ausentwickelt und da gibt es dann erst später neue Details dazu. Insofern sind wir mal gespannt, was da noch kommt, aber das wird abgefahren, wenn man die Leute dann aus dem Quantum Jump oder aus dem Quantum Drive einfach rausreißen kann. Um dann, ich habe hier irgendwie gerade fliegende Ameisen auf dem Tisch, Entschuldigung. Die schwärmen schon wieder, wovon reden. So, noch eine kleine Frage, bevor es halt eben hier zu Ende geht. Welche Reichweite wird die Buccaneer hier haben? Tja, das kommt auf die Konfiguration des Schiffes an. Wenn ich jetzt Waffen rausreiße, Komponenten entferne vom Schiff, mehr Treibstoff einplane, dann habe ich eine höhere Reichweite und kann tatsächlich eine Reichweite erreichen, wie man es von der Herald kennt. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir nicht die gleiche Reisegeschwindigkeit erreichen. Das heißt, die Herald würde dann die Strecke schneller schaffen. Wenn man natürlich jetzt mehr Waffen einpackt, wird diese Reisegeschwindigkeit deutlich abnehmen, dadurch, dass der Treibstoff weniger vorhanden ist. Die Reichweite wird halt abnehmen, weil du halt weniger mitnehmen kannst oder das Schiff schwerer ist, höhere Masse, bedeutet mehr Energie halt eben, um zu beschleunigen, abzubremsen. Das wird es halt eben sein, was aber halt schon ziemlich interessant klingt, dass man dieses Schiff trotz alledem es halt eben jetzt nicht so super modular sein soll, doch ziemlich weit customizen können wird. Na, gerade als Interdiktor, wenn man jetzt eine hohe Reichweite haben muss, dann baut man vielleicht nur die wichtigsten Waffen ein, nimmt vielleicht lieber zwei davon mit. Size 4 Sucker Punch. Genau, sowas. Boom! Und dann geil. Muss man vielleicht mit anderen Schiffen mitfliegen, die eine höhere Reichweite haben. Ja. Insofern bleiben wir weiterhin gespannt, wie sich das jetzt weiter gestalten wird. Das war für euch zusammengefasst sämtliche Q&As zur Buccaneer bisher aus dem RSI-Forum. Und liebe Freunde, liked oder disliked dieses Video, je nachdem, wie ihr es fandet. Also abonniert unseren Kanal ganz dringend bitte, das freut uns nämlich sehr. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder schwatzt mit uns einfach über Star Citizen oder lasst uns einfach halt so ein paar Freundlichkeiten da. Wir quatschen halt wirklich gerne mit euch. Und vor allen Dingen, wenn ihr uns persönlich als YouTube-Creator unterstützen wollt, schaut mal auf Patreon vorbei, vielleicht ist ja was für euch dabei. So, und dementsprechend sagen Wiz und Dose euch jetzt bis zum nächsten Mal wieder. See you on the flight deck! Nebeneinander ist immer noch am synchronsten. Ja, stimmt. Bin ich super.